ein guter Tag für das Bundesheer, ein guter Tag natürlich auch für das Jägerbataillon 17 hier in Straß und damit auch ein guter Tag für die Sicherheit Österreichs, wenn wir die ersten 5 Stück von insgesamt 34 neuen Banduren hier übergeben mit einem Gesamtinvest von 108 Millionen Euro, sicherstellen, dass zum einen Straß das Kompetenzzentrum für die Bandure bleiben wird und auch ist und auf der anderen Seite auch für unsere Soldaten den bestmöglichen Schutz für Einsätze im In- und im Ausland gewährleisten. Wir haben insgesamt über 1000 jetzt im Schneeeinsatz. Wir halten noch 1000 zusätzlich bereit, um hier auch über längere Zeit zu unterstützen. Und ja, wir haben insgesamt auch über 900 an der Grenze hier, auch in der Steiermark und in Österreich und fast 1000 auch noch im Auslandseinsatz. Das heißt, wir haben insgesamt mit 3000 Soldatinnen und Soldaten ein sehr hohes Volumen bereits an Soldaten jetzt im Einsatz. Aber die Österreicher können sicher sein, dass das Bundesheer Gewehr bei Fuß steht, zu helfen und zu schützen, dann, wenn sie es brauchen und das auch über längere Zeit. Das ist auch ganz klar die Anweisung an die militärische Führung. Priorität haben jetzt die Einsätze.